Wir fahren heute mit einem Eurocity, der von der ÖBB gestellt wird. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir fahren heute von Würzburg nach Augsburg und unseren Fahrtverlauf seht ihr hier auch schon auf der Karte. Und wer sich in der Region auskennt, der weiß, dass in Würzburg eigentlich überhaupt keine Eurocities halten. Dieser Zug, mit dem ich heute unterwegs bin, war baustellenbedingt umgeleitet. Ja, mein Zug hatte etwas Verspätung, wäre nett gesagt. Ich war hier kurz nach den zahlreichen Unwettern unterwegs. Da war ja so ein Wochenende, wo mehrere Stürme hintereinander kamen. Und da hatte dieser Zug eine kleine Verspätung von 140 Minuten. Also fast 2,5 Stunden zu spät gekommen und Würzburg ist der zweite Halt des Zuges. Zunächst stand verspätete Bereitstellung als Grund, später dann Unwetter. Woran es jetzt tatsächlich gelegen hat, wer weiß. Der Zug war demzufolge extrem leer, denn ungefähr 10 Minuten früher ist schon der 2 Stunden später verkehrende Eurocity gekommen. Man hat diesen Zug jetzt eigentlich nur noch fahren lassen, damit er nachher wieder die Rückfahrt machen kann. Demzufolge ist er auch nicht bis, wie eigentlich geplant, nach Klagenfurt gefahren, sondern nur bis München und von München dann wieder zurück. Und wir werden ihn später auf der Rückfahrt nehmen. Wir schauen mal ein bisschen rein. Wir haben in der zweiten Klasse einen guten Sitzabstand, große stabile Tische, Steckdosen, Leseleuchten. Und diese Sitze, wenn man die so sieht, auf Fotos zum Beispiel, dann denkt man vielleicht, naja, das sind ja eher Nahverkehrssitze, nichts Besonderes. Aber die sind wirklich extrem weich und komfortabel. Aber wir schauen hier mal weiter im Zug. Es gibt neben den Großraumwagen auch Abteilwagen. Und die Sitze in den Abteilwagen sehen ziemlich bequem aus, sind aber relativ hart. Also die sind wesentlich härter als die Sitze im Großraumwagen. Also wenn ihr auch mal mit dem Eurocity fahrt, dann schaut, dass ihr im Großraumwagen einen Platz findet. Die Sitze dort wesentlich weicher. Hier haben wir noch das Bordrestaurant. Das werden wir uns dann auf der Rückfahrt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Hier jetzt auf der Hinfahrt war es aufgrund der großen Verspätung nämlich geschlossen. Seht aber schon, hier kann man wirklich sehr schön sitzen. Wie gesagt, wir schauen es uns auf der Rückfahrt dann noch mal ein bisschen genauer an. Hier noch die Sonnenblende, die ist natürlich auch vorhanden. Normalerweise fährt dieser Eurocity von Frankfurt dann über Stuttgart nach Augsburg. Nur jetzt an einem kurzen Zeitraum im Februar 2022 wurde dieser Zug umgeleitet. Ist dann von Frankfurt ohne Halt nach Würzburg gefahren und von dort dann ohne Halt nach Augsburg, um dort dann wieder regulär weiterzufahren. Würzburg also der einzige außerplanmäßige Halt sozusagen, eben aufgrund der großen Bedeutung von Würzburg als Umsteigebahnhof. Wir wollten sowieso nach Augsburg und dabei habe ich dann zufällig diesen Zug hier entdeckt und natürlich gleich gebucht. War natürlich sehr blöd mit der Verspätung, weil wir uns eigentlich Augsburg anschauen wollten, dadurch fast die Hälfte unserer Aufenthaltszeit verloren haben. Aber ich wollte natürlich trotzdem mit diesem Zug fahren. Die nächste Möglichkeit ohne Verspätung wäre sowieso der regulär 2 Stunden später fahrende Eurocity von der Deutschen Bahn nach Klagenfurt. Die hatten jetzt einen Unterschied von 10 Minuten und dann haben wir uns dann doch für den ÖBB Eurocity entschieden, was eine gute Entscheidung war, weil die Sitze hier eben wirklich extrem bequem sind und er wirklich auch sehr, sehr leer war. Wir haben hier derweil schon Gunzenhausen passiert, nähern uns nun gleich Treuchtlingen. Dieser Zug hier eben aufgrund der Umleitung mit nur ganz wenig Zwischenhalten auf der Umleitungsstrecke, genau genommen tatsächlich nur in Würzburg, eigentlich halten die Intercities auf dieser Strecke in Ansbach, Treuchtlingen und Donauwörth, manchmal sogar noch an weiteren Zwischenbahnhöfen, wir tatsächlich jetzt eben ohne Halt. Und waren somit sehr, sehr schnell unterwegs, mal abgesehen von der über zweistündigen Verspätung natürlich.
Hier befinden wir uns dann auch schon kurz vor Augsburg. In Augsburg sind wir dann eben ausgestiegen, haben uns die Stadt angeguckt und waren auch zu Gast bei meinem Lieblingscafé Mac Afrika. Da kann man nämlich Kaffee kaufen, der im Direct Trade Verfahren zu uns kommt. Das heißt, da sind keine Großkonzerne dazwischen, die das meiste Geld abgreifen, und so erhalten die Kaffeebauern einen großen Anteil und verdienen vernünftig. Bei normalem Kaffee, selbst bei Fairtrade, kommt da oft gar nicht so viel an, bei den Bauern tatsächlich. Deswegen lohnt es sich da mal vorbeizuschauen. Hier sehen wir dann noch die Ausfahrt des Zuges in Augsburg. Ja, auf der Rückfahrt war der Zug dann aber auf die Minute pünktlich, obwohl er mit 5 Minuten Verspätung zunächst angekündigt war. Dadurch hätten wir ihn jetzt fast noch verpasst, sind zum Bahnhof gesprintet, haben ihn in der allerletzten Sekunde noch erwischt und haben uns dann dafür entschieden, die Rückfahrt im Bordrestaurant zu verbringen. Was sehr cool ist, denn erstaunlicherweise, obwohl dieser Zug jetzt aufgrund der ganzen Probleme nur von München nach Frankfurt gefahren ist, wurde das Bordrestaurant dennoch von der ÖBB betrieben. Das heißt, es gab dort entsprechend auch österreichische Spezialitäten, wie zum Beispiel Gösser Merzen, und auch die Speisen eben österreichische Küche, also auch das, was ganz Besonderes. Man hat kleine Portionen in für einen Speisewagen im normalen Fernverkehr durchaus ganz guter Qualität und eben vor allen Dingen Sachen wie Gösser oder Grüner Veltliner und ähnliches, was man sonst vielleicht gar nicht so häufig bekommt bei uns. Deswegen allein lohnt es sich schon, das Bordrestaurant zu besuchen, und man sitzt da wirklich auch sehr komfortabel. Das ist wirklich noch so ein richtig schönes, stilvolles Bordrestaurant. Man sieht es hier ja auch nicht so wie bei den Bordbistros im Intercity oder sowas, sondern es ist wirklich richtig wie ein Restaurant, und es ist so ein bisschen stilvolles Reisen mit der Bahn wie in alten Zeiten sozusagen. Also lohnt sich, kann ich jedem empfehlen, wenn man mal mit der ÖBB unterwegs ist, auch mal das Bordrestaurant zu besuchen. Erstaunlicherweise hat das außer uns kaum jemand getan, dadurch hatten wir aber noch besseren Service hier. Sehr freundliche Mitarbeiter waren hier in dem Zug unterwegs und die haben sich immer gefreut, wenn wir irgendwas bestellt haben. Mal abgesehen von dieser Verspätung am Anfang war das wirklich eine sehr, sehr angenehme Bahnfahrt. Zum Glück hatten wir die Verspätung aber im DB-Navigator schon gesehen. Also wir mussten die Zeit jetzt nicht am Bahnhof warten. Das wäre dann natürlich unangenehm gewesen. Aber so sind wir einfach ein bisschen später zum Bahnhof gekommen. Und dann war es eigentlich auch kein Problem. Das war's damit auch schon. Wir haben hier nämlich Würzburg schon wieder erreicht. Ihr seht hier schon die vollen Taschen voll mit Kaffee. Also schaut da auch mal gerne vorbei bei Mac Afrika. Das war's erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.